Hallo und willkommen zurück zu X-Rebirth. Wir haben endlich unseren Verteidigungsoffizier gefunden, zumindest auf einer Station, die nicht von PMC kontrolliert wird. Das ist ja schon mal etwas. Und die letzte Folge war eigentlich nur daraus bestehend, auf drei verschiedenen Plattformen zu landen, dreimal irgendwo Geld abzusacken und das nicht zu knapp. Ist etwas ungeduldig hier mit seinem Fuß. Herr Manager, was hast du denn für eine Haarfrisur? Eine Irokese? Hä? Okay, gut. Lassen wir das. Feuerlöscher? Nett. Wann ist denn der zuletzt geprüft worden? Naja, auf jeden Fall. Kann ich da durch? Nein. Auf jeden Fall gehen wir jetzt da zu dieser Verteidigungsoffizierin. Das ist ja eine Dame, wie wir letztes Mal erfahren haben. Natürlich nochmal looten. Muss sein. Was bist du? Drohnenverkäufer? Lüftungsschacht gibt es hier keinen. Zumindest habe ich keinen gesehen. Sonst hätten wir da wieder reinkriechen können. Vielleicht hätten wir wieder ein bisschen Kohle bekommen. So, wer wohnt denn hier alles? Eine Technikerin, ein Verteidigungsoffizier. Wir haben nämlich noch ein bisschen was, was wir loswerden müssen. Oder wollen. So, und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt auf dieses Gespräch mit der Verteidigungsoffizierin. Techniker. Techniker! Das ist ja anscheinend eine Technikerstation. Gut, das ist noch ein Schraubenschlüssel, den wir das gerade hatten, aber... Ah, ich habe wieder was gesehen. Da gibt's wieder was. Gewürzte Schokoladenration. Gleich 8 Stück. Die verkaufen sich hier recht gut, haben wir letztes Mal erfahren. So, da geht's auf jeden Fall... Oh, wieder ein Gefängnis. Wohnt da jemand? Ja, da ist auf jeden Fall jemand unten. Schauen wir gleich nochmal nach unten. Kate Cornell, ja, das ist unsere Verteidigungsoffizierin. Manager, ja, okay. Ich sag mal, ist... Eine Frage, ist das hier wirklich ein Gefängnis? Es sieht zumindest so aus. Hier ist nämlich immer verlassene Bude. Irgendwie, in letzter Zeit. Und wenn das hier ein Gefängnis ist, warum ist hier bitte schön offen? Ich meine, ihr müsst doch nur den Typen hier überrumpeln und dann, yippie-yay, ausbrechen und so. Na, also irgendwie, naja. Naja. Putzig. Okay. Da geht sowieso eine... Ah, hier sieht es wieder so aus, wie wenn wir... Das ist da eine Kiste da unten. Ja, aber die können wir natürlich wieder nicht benutzen. Nein. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, ist wieder eine Lüftungsschacht. Denn da gibt es bestimmt wieder irgendwas zu holen für uns. 1 und 2, genau. Gehen wir mal da rein. Oh, Flaute? Nein, da ist was. 6000 Credits, yeah. Das lohnt sich alles, weil wie gesagt, der Verteidigungsoffizier nicht gerade billig sein... der Marineoffizier nicht gerade... Raumfliegen. Nicht gerade billig sein muss. 4 Hackerchips, 1 Raumfliegehammer. Und ich habe hier keinen Schwarzmarkthändler gesehen. Wenn wir denn eigentlich erwischt... Klar werden wir irgendwann mal erwischt, aber wenn wir mal erwischt werden... Oder vielleicht werden wir irgendwann erwischt werden... müssen wir dann irgendwie eine Strafe zahlen, wenn wir mit Hackerchips erwischt werden oder mit illegalen Waren? Normalerweise müssten wir eigentlich schon erwischt, also diese Strafe zahlen, denke ich mal ganz stark, denn was soll es denn sonst anderes geben, sag ich mal, als Strafmöglichkeit. Wieder Selbstbedienung. Und da ist unsere Dame. Stehe ganz zu ihren Diensten. Ja, sehr gut. Du bist aber so eine... Also die sehen hier alle so aus, als wenn sie 60, 70, 80 Jahre alt wären, diese ganzen, also ein Großteil von den ganzen Menschen hier. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Alles klar, gehen wir es an. Wir haben keine Ahnung, was die für Fähigkeiten hat, kann aber nur gut sein, deswegen... Ich möchte sie erneuern. 23.000, ja, ist ja gar nicht mal so teuer, okay. Mich einzustellen war ein verdammt cleverer Schachzug, Sir. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich, auch für dich. Die schleimigen grünen Echsen sind ja echt überall. Und da ist sie weg. So, akquiriere 8 Infanteristen. Habe ich das gerade richtig gelesen? Jisha, ich komme zu dir. Über den schnellen Weg. Denn wir waren jetzt lang genug auf irgendwelchen Stationen. So, und jetzt bin ich gespannt, wo wir hin müssen. Automatisches Speichern, das ist immer gut. So, und jetzt... Ach, wir müssen die jetzt auch
Zeit Plus müssen die jetzt auch kaufen, in Anführungszeichen. Oh, Mann. Com-Kanal geöffnet. Wo finde ich? Ja, wahrscheinlich Bewerber. Infanteristen. Schiffsbesatzung. Ja, unter was laufen jetzt Infanteristen? Das ist eine gute Frage. Zurück. Verteidigungsspezialist. Agraringenieur, Zellenspezialist, Lebensmitteltechniker, Chemiker, Metallurge, Präzisionsfertiger, Waffentechnologe, Apotheker gibt es hier sogar. Geophysiker, Oberflächensystemspezialist, Energieversorgungsspezialist, Wasseraufbereitungsexperte und kein Infanterist. Tja, ich glaube, Houston, wir haben, glaube ich, ein kleines Problem. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Mission. Mannschaft ist Nummer 5. Nein, verdammt. Ja gut, vielleicht sagt uns sie hier irgendwas. Tagchen. Tagchen. Nö, du sagst uns wahrscheinlich nicht. Enter-Erfahrung gleich 5 Sterne, Führung 5 Sterne, Moral 5 Sterne. Also das ist ja gar nicht mal so schlecht, die wir da eingestellt haben. Machen Sie es gut, Sir. Ja, ciao. Da ist es wieder. Aber warum ist es nur jetzt da? Verstehe ich irgendwie nicht. Ich wette mit euch, dass das nächstes Mal wieder weg ist, wenn wir irgendwo auf einer Station landen oder wieder hinten drin sind. Dann ist es bestimmt wieder weg. Diese Cutscene hier regt auch einige von euch auf, habe ich mitbekommen. Aber, naja, solange man nicht unbedingt jedes Mal hin und her stolpern. Ich möchte jetzt aber den Missionsmanager haben. Info habe ich da gehen müssen, genau. Missionsmanager, da ist er. Klick. Akquire 8 Infanteristen. Ja, das ist mir schon klar, dass wir die akquirieren. Aktivieren? Anweisung? Die Besatzungen der beschlagnahmten. Die Besatzung beschlagnahmter Schiffe und vieler Unterstützer von Herz von Albion werden auf Gefängnisschiffen in Albion festgehalten. Bereite dich auf eine Enter-Operation vor. Finde einen Marineoffizier für die Leitung der Operation, haben wir jetzt schon gefunden. Du kannst Infanteristen durch einen Rekrutierungsoffizier auf Stationen anwerben. Ah, okay. Zusätzlich sollte in Vorbereitung einer Flucht mit dem gekaperten Schiff ein Kapitän dafür eingestellt werden. Welchem? Ja gut, da stellt sich jetzt... Da stellen sich jetzt mehrere Fragen. Also ich meine, den Marineoffizier, den haben wir jetzt schon. Den brauchen wir, um überhaupt das Schiff dann zu entern, die Fracht da zu entern, um eben da die Leute rauszuholen, die Besatzung. Den Rekrutierungsoffizier brauchen wir, um die Infanteristen zu holen. Und einen Captain brauchen wir, damit wir fliehen können. Jetzt natürlich die Frage, packen wir diese 8 Infanteristen auf unsere Albions Gang? Oder brauchen wir da jetzt ein anderes Schiff? Mit einem Captain. Damit sie fliehen können. Ja, das ist alles, okay, interessant, will ich mal sagen. Und, kann ich denn dich hier da drüben, kann ich denn dich rufen? Stehe ganz zu Ihren Diensten. Ja, du bist auch nur 3 Kilometer entfernt, das ist gut. Wo finde ich denn bitteschön einen Rekrutierungsoffizier? Ja, es ist die Frage. Ich denke mal Bewerber. Verteidigung, 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 zurück. Schiffsbesatzung. Marineoffizier? Nein, ich möchte einen Rekrutierungsoffizier. Da war er da, glaube ich, nicht mit dabei, oder? Nee, der war da nicht dabei. Ich habe aber schon des Öfteren Rekrutierungsoffiziere gesehen. Jetzt fängt die Suche wieder von vorne an. Händler. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber... Mehr? Ausrüstung, Schiffstechniker, Weltraumfahrer... Tatsächlich, Rekrutierungsoffizier, ja gut. Also Menschenhandel, naja, es ist eher eine Agentur, sag ich mal. Ja? Rekrutierungsoffiziere sind Agenten in dem Fall. Keine Zeit zum Plaudern. Du mich auch, ganz ehrlich. Station, wo bist du? Station, 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 Station. Wo ist die Station? Energiezellen werden knapp. Aber nicht unsere, sondern die von der Station. Tja, wo ich möchte hier gerne die Station anfunken, wenn ich denn dürfte und wenn ich könnte. Ach, ich frag mal diesen Frachter da.
Ihr Energiehändler. Kommkanal geöffnet. So, nicht geben Sie auf, sondern wo finde ich einen Händler? Und zwar mehr Rekrutierungsoffizier. Ich kann nicht mit Ihnen reden. Ja, aber ich will mit dir reden. Wahrscheinlich gibt's hier keinen in der Nähe. Kann ich dich hier anwählen? Du bist wahrscheinlich so ein Industrietyp, Industrieinspektion. Oh nein, bitte nicht scannen, das kann nur schlecht werden. So, du kannst doch bestimmt mit uns reden. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Nee, ich auch nicht, deswegen reden wir ganz schnell. Wo finde ich einen Händler? Mehr... Rekrutierung. In Ordnung. Ja, so soll das sein. So muss mit uns jemand reden. Und, den gibt's auch in diesem Sektor. Ich bin begeistert, beziehungsweise in dieser Zone ist das ja. Und sogar an einer nicht feindlichen Station. Ist ja super. So, hingejumpt. Oh, das sind wieder ein Haufen Industrie-Inspektionseinheiten. Und wir haben illegale Waren an Bord. Das ist ja super. Ich hoffe, da ist auch ein Schwarzmarkthändler dabei. Andockposition zur Datenbank des Schiffscomputers hinzugefügt. Aha. Sag's aber zum ersten Mal, Betty. Schwarzmarkthändler, ja, super. Andocken. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Das läuft ja echt super heute. Freut mich, dass Sie uns einen Besuch abstatten konnten. Halten Sie die Ohren steif. Eileen Yatta heißt die gute Dame. Ich denke mal, das ist eine Dame. Ja, jetzt ist es wieder weg. Naja, auf jeden Fall unser übliches Spielchen. Looten, was das Zeug hält. Wir können es nur verkaufen. Schwebt da wieder ein kleines Kistchen? Nee, heute nicht. Nehmen, nehmen. Und dann, was ist denn das hier, was hier so komisch tut? Achso, das ist wieder der Roboter, der unser Schiff putzt. Das darf er ruhig machen. Und hier hört es sich immer so an, wenn hier irgendwo Wasser laufen würde. Und, oh. Ich meine, hier gibt es ja einen Schwarzmarkthändler. Das heißt, wir könnten da auch nochmal ganz kurz. Überhaupt keine illegalen Geschäfte abwickeln. Nö. Wie kommt man da drauf? 5.500 Credits, das ist gut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel. Hackerchips, ja. Wie viel diese Infanteristen kosten. Die werden uns wahrscheinlich wieder arm machen. Ich hoffe es ja mal nicht, aber sag niemals nie. Und dann die Klappe gleich wieder zumachen, dass das niemand gemerkt hat. Oder zumindest hoffentlich niemand bemerkt hat. Ich möchte nur schauen, ob da hinten irgendwie ein Schwarzmarkthändler steht. Waffenhändlerin. Na, schauen wir mal, ob du irgendwas hast. Jetzt hol aber erstmal das Zeug hier raus. Ja, hab doch gewusst, dass da noch irgendwas ist. Unterhaltungsgeräte. Aber ich glaube, wir haben für dich nichts. Treten Sie näher, Pilot, und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Alles klar. Genau, da könnten wir Raketen kaufen. Sind aber recht teuer, mache ich jetzt gerade nicht. Noch sind mir die Credits zu schade, wenn ich ehrlich sein soll. Ist irgendwo da hinten der Marineoffizier. ...306 Credits. Ist nicht schlecht. So, was bist du? Rekrutierungsoffizier. Was ist jetzt bitte schon der Unterschied zwischen... Ah, der ist uns feindlich gesinnt. Minus 5, also sprechen wir dir schon mal nicht. Rein aus Prinzip nicht. Wenn uns nämlich das Spiel aber jemand anders vorschlägt, der uns vielleicht positiv gesinnt ist, dann machen wir das auch. Und du bist genau... Nein, du bist ein Weltraumfarmer. Hallo, Pilot. Raten Sie mal, was ich für Sie habe. Dich brauchen wir aber auch. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Natürlich. Kalkschalen. Verkaufen für 12 Credits. Was sind die wert? 11 Credits, ja. Du kriegst auf jeden Fall alle von uns. Verkaufen. Weg mit dem Zeug. Sind 3.500 Credits. Mineraldünger. Was ist das Zeug wert? Auf den meisten 28. Betty, Klappe halten. 25. Nö, bin ich nicht dafür, dass du die kriegst. Aber was? Raumfliegen nimmst du uns auch ab? 7.000 Credits und du kriegst dafür oder willst dafür haben 6.000. Ne. Ne. Wie kommst du darauf, dass wir Raumfliegen hätten? Also ich weiß nicht, was. Keine Ahnung, wer du das wissen willst, würdest, möchtest, könntest. Ja, also ich weiß nicht, was der hat.
will er da von uns illegale Ware haben? Wir haben doch gar keine illegalen Waren. Du bist eine Architektin, genau. Die sehen immer so interessant aus hier, was die Kleidung angeht. Wie so halbe Göttinnen. Also in dem Fall ist es eine Göttin oder Götter, je nachdem. Ja, das ist auch wieder so ein Insight. Ja, egal. Vergesst den Satz, was ihr gerade gesagt habt. Das hat sie nur auf den Film bezogen. Ah, da ist ja unser Verteidigungsoffizier. Eine Offizierin. Und du bist... Wer bist du? Von der Albion Energy Corp. Ja, auf jeden Fall. Hallo, Pilot. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Marines anheuern. Ich will Infanteristen anheuern. Selbstredend. Marines heißt das hier. Okay. Wir könnten uns jetzt Rekruten, Veteranen und Elitesoldaten gönnen. Wow, sind die teuer. Wow, verdammt sind die teuer. Warte mal, 8x20, das ist nicht gerade billig. 160.000 Credits, Pi mal Daumen, mit den 500, dann sind wir ungefähr bei nochmal 4.000 drauflegen. Ja, bei 20.000, bei bei 200.000 Credits? Naja, wir müssen welche kaufen. Habe ich gerade 200.000 Credits? Ja, wir brauchen... Ah, das tut weh. Das tut weh. Die sind verdammt teuer. Wenn da einer 20.500 Credits kostet, dann ist das verdammt teuer. Und ich weiß auch genau, warum ich jetzt hier die ganze Zeit gelootet habe, was das Zeug hält. Nichtsdestotrotz werde ich mit dem anderen gleich nochmal reden. Marineoffizier, Architekt. Was seid ihr? Zwei Verteidiger. Ah, wow, da steht sogar mal jemand hinter der Bar. Ich bin begeistert, ein Manager. Boah, 200.000 Credits für Marines. Ja gut, die Marines, die wollen auch ein Geld dafür haben, dass sie da für uns die Drecksarbeit machen, auf Deutsch gesagt. Warst du da hinten? Nee, du bist eine Frau. Das war doch gerade ein Mann, der Marineoffizier, der Rekrutierungsoffizier, oder? Das ist natürlich die Frage, wo der war. Ah, ja, wir müssen auf jeden Fall wieder da hoch. Wir brauchen Kohle. Unbedingt. Hat man jetzt gerade gesehen. 200.000 Credits für 8 Leute. Das ist schon ein bisschen heftig. Vor allem für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt looten, die wir dann noch Problemchen haben, was das Geld angeht. 4 Hacker-Chips, die geben uns natürlich schon mal ein bisschen was. Das ist nicht schlecht. Jetzt nochmal 2 Hacker-Chips. Wir müssten allerdings auch mal einen Schwarzmarkthändler finden, der uns das Zeug abkauft. Das heißt, unsere ganze Suche war jetzt im Prinzip total egal, total sinnlos, weil wir jetzt sowieso erstmal Geld scheffeln müssen. Boah, Mann. Raumfliegen. Wir müssen uns das Zeug echt zusammenkratzen. Das ist ja echt furchtbar. Wo war... Ah, da geht's auch noch mal rein. Was bist du? Ein Marineoffizier. Eine Pilotin, die uns nicht mag. Zumindest... ein Pilot. Ach zum Teufel. Diese grünen geschuppten Monster sind überall. Ja. Laufen Sie nicht vorbei. Ich habe hier alles, was Sie brauchen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Ich fordere jeden heraus, meine Qualität und Preise zu schlagen. 3, 4 und der verkauft uns 3. Ja, gut. Ist immerhin ein Marineoffizier. Und Raumfliegen kosten, glaube ich, auch 8.000 zumindest. Ja, gut, auf jeden Fall. Weg mit dem Zeug, damit es endlich jemand anders hat. Blanko-Frachtpapiere. Amphetaminsulfat. Amphetaminsulfat, besser bekannt als Express, ist eine synthetische Droge, die den menschlichen Stoffwechsel so stimuliert, dass weniger Schlaf benötigt wird und generell als starkes Output mit... Ja, da haben wir ja auch so eine Droge. Mir fällt nur der... Grüner Echsenabschaum, überall! Da haben wir ja auch so eine Droge, die das bewirkt. Ich weiß nur den Namen von dem Zeug nicht. Alter, das ist die falsche Richtung. Tja, wir könnten uns mal einen kaufen. Einen Offizier.
einen Marine, um zu sehen, ob das wirklich der richtige ist, den wir da überhaupt anheuern. Ich glaube, da unten war der Mensch. Der Mann, ja, da hinten war er. Was kosten sie denn bei dir? Hallo Pilot, raten Sie mal, was ich für Sie habe. Ja, du hast Marines. Ich will Infanteristen anheuern. Natürlich. Du bist sogar teurer. Nö. Nö. Nicht mit mir. Da kaufe ich doch lieber bei der Dame, die ist ein bisschen billiger. Wo war denn die Dame? Verdammt. Du warst es, glaube ich, oder? Ja. Hallo, Pilot. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich will Infanteristen anheuern. Selbstredend. Wir könnten uns jetzt neuen kaufen. Kaufen wir uns mal schnell einen, ob denn das schon erkannt wird. Ich hoffe es einfach mal. Jetzt brauchen wir noch 7. Also, jetzt haben wir 8. Ah, akquiriere Captain, ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Ah, wir brauchen doch wieder einen Captain. Ja, vielleicht für unseren terranischen Frachter. Obwohl der Terraner, der hat nichts mit der Mission hier zu tun. Wo finde ich bitte schön einen Captain? Boah, die machen uns echt arm. Die machen uns schweinearm. Darren Merville heißt der gute Mann. Ja gut, dann schauen wir, was der von uns will. Wir haben jetzt nur noch 10.000 oder 15.000 Credits, glaube ich. Kommen wir da durch? Nö. Mann. Teures Volk. wo ist denn bitte schön Darren? Darren, wo bist du? Ach, der ist, glaube ich, in diesem Schlafsaal da oben drin. Müsste, glaube ich, da sein. Dann latschen wir mal da ganz kurz hoch. Nur die Frage, wo ist denn dieser Schlafsaal? Nee, da geht's wieder raus. Bin ich jetzt ganz doof? Ach ja, da geht's ja noch weiter. So rum, jetzt hat. Ach, dich kennen wir doch. Was ist? Zeig mir mal deine Fähigkeiten. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Die kennen wir natürlich auch wieder nicht, aber okay, dann möchte ich dich anheuern. Nein! Oh, 60.000 Credits. Also, die sind ja echt... Puh. Ich überlege gerade, wie wir Kohle machen können. Entweder wir nehmen Missionen an, was mal eine Abwechslung wäre. Auf Wiedersehen. Raus. Jetzt heuere ich dich nicht mehr an. Jetzt hast du es bei mir verspielt, Freundchen. Wer so unfreundlich ist, der kann mich mal. Ja. Nummer 5 und Nummer 5. Ich denke, wir werden jetzt Missionen machen, denn das ist ein bisschen abwechslungsreicher, als die ganze Zeit irgendwelche Stationen aufzusuchen und dann illegale Geschäfte abzuwickeln. Von dem her suchen wir jetzt einfach mal jemanden, der uns eine Mission anbietet. Provision freigeschaltet. Wir dürften ja eigentlich nichts mehr Illegales haben, deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir da jetzt ungestört irgendwie rumfliegen können. Vor allem keine roten Kästchen, keine BMC-Schiffe. Ja gut, ich nehme es zurück, dann war gerade eins. Oder auch zwei. Waffentürme, die rausgefahren sind. Ich möchte aber gerne jemanden haben, der mir eine Mission anbietet. Wo finde ich denn die? Das wäre super, wenn mir das jemand sagen könnte. Ha! Sieht schon witzig aus. Gibt es hier irgendwo einen mit einer Mission? Das wäre super. Hast du eine Mission für uns? Ne, du bist nur ein I. Du bist eine Type... Ah!
Du bist ein Waffenturm. Aha, cool. Seht ihr hier irgendwo eine Mission? Ja, dann nee, das ist Energiezellen kaufen. Ich möchte aber keine Energiezellen kaufen. Handelsangebot in der Datenbank des Schiffskomputers gespeichert. Nun halt endlich die Klappe, Betty. Irgendjemand hat doch Energieknappheit, oder? Wow. Hey, aufpassen. Irgendjemand hat doch Energieknappheit, was Energiezellen angeht. Das müssten wir jetzt halt noch wissen, wer das war. Oder war das denn schon in einer anderen Station? Anderem Sektor? Ich weiß nicht, oh, da ist ja alles voller Wasser da drin. Tja, es sieht so aus, als wenn hier keiner eine Mission für uns hätte. Dann schauen wir einfach mal die andere Station da drüben an. Andererseits haben wir auch schon wieder die 25 Minuten um. Deswegen würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Wenn wir denn jemanden finden, der uns eine Mission anbietet. Agno-Zuchtplantage, schau an. Das Agno-Fleisch, das berühmte. Ja, da gibt es doch jemanden, der uns eine Mission anbietet. Alex ist die mit dem Totenkopf markiert. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich denke mal eher nicht zu pralle. Naja, auf jeden Fall machen wir beim nächsten Mal. Oh, sehr schwere Schwierigkeiten. Nee, dann machen wir das nicht. Dann machen wir das überhaupt nicht. Das ist mir zu gefährlich. Sehr schwer. Was ist denn das? Ach, das sind die Tiere. Das Agno-Beef. Ah, wie cool ist denn das? Auch wenn sie sich nicht bewegen, aber... Na, das sind eigentlich reine Zuchtmaschinen hier. Ah, liebevoll umgesetzt. Das ist das, was ich an X-Rebirth wirklich toll finde. Naja, und mit diesem Bild, mit diesem richtig coolen Bild... Wow, das sieht echt cool aus. Oder? Ah, jetzt sieht's besser aus. Naja, mit diesem Bild verlasse ich euch, mich und das Spiel und warte auf den nächsten Patch, der immer noch nicht rauskam. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao!